Hallöchen, meine Lieben, und willkommen auf meinem Kanal. Und wenn du genauso viel Spaß am Häkeln, Stricken und Spinnen hast wie ich, bist du genau hier richtig. Denn hier gibt es kostenlose Anleitungen für dich. Und wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, kannst du sofort mitmachen. Und heute habe ich eine super schöne Strickanleitung für dich. Das Tuch Sommerwind. Und wir werden es mit diesen wunderschönen kleinen Bobbeln stricken. Das ist von Yves Bobbelparadies. Ich werde euch einen Link unten in der Infobox hinterlassen. Und ich weiß aber nicht, ob sie diese Wicklungen noch hat. Die sind jetzt 5 Jahre alt, gut abgelagert. Ihr seht auch, es fehlt schon was. Ich habe schon einiges damit gemacht. Es verstrickt sich total toll. Und ihr seht schon diesen kunterbunten Glitzerfaden hier. Und wir werden jetzt loslegen. Ich zeige euch erstmal mein Tuch. Und ihr seht schon, einige von euch werden sagen, ach, das Tuch gefällt mir, aber die Rückreihen, na toll. Genau, und ich habe es diesmal anders konzipiert. Auch die Rückreihen machen sehr viel Spaß und es ist super fernsehtauglich. Empfehle mich doch deiner Freundin weiter und vielleicht strickst du auch noch ein Tuch für sie. Ich werde hier oben kleine Zahlen hinlegen, damit du immer wieder weißt, in welcher Reihe wir sind. Jetzt fangen wir gleich mit der ersten an. Lass uns einfach loslegen. Und ich beginne meistens den Anfang, was heißt meistens eigentlich immer, so mit einer Häkelnadel. Ich habe hier eine 6er Häkelnadel. Das ist ein dreifädiger Bobbel. Mit Glitzerfaden, mit bunten Glitzerfaden. Und wir werden mal loslegen. Zuerst mache ich eine Anfangsschlaufe. Und aus dieser Anfangsschlaufe hole ich mir dann ganz einfach 3 Fäden raus. 3 Maschen, das ist dann auch unsere erste Reihe. Ich habe hier ein Schraubsystem diesmal, weil du kannst dieses Tuch so groß machen, wie du möchtest. Es gibt ein paar Vorbereitungsreihen und dann besteht das Tuch nur noch aus 2 Reihen, die immer stetig wiederholt werden. Also, wir holen jetzt erstmal 3 Maschen aus diesem einen raus. Du kannst das hier schön festhalten. Zuerst eine wie zum rechts verschränkt stricken. Dann eine wie zum rechts stricken. Und nochmal eine wie zum rechts verschränkt stricken. So, dann ziehst du das hier schön lang. Und schon hast du eine wunderschöne Spitze. Und das war schon unsere erste Reihe. Jetzt kommt die zweite Reihe. Wir drehen die Nadel und verdoppeln nur die äußeren 2. Erst wie zum rechts verschränkt stricken. Versucht auch immer alle Maschen auf die Nadel zu bekommen. Und wie zum rechts verschränkt stricken. Und wie zum rechts stricken. Und jetzt habt ihr 2 auf der Nadel. Die mittelste machen wir nur einmal, ganz normal rechts stricken. Und die äußere werden wir wieder verdoppeln. Einmal wie zum rechts verschränkt stricken und einmal zum rechts stricken. Jetzt wenden wir die Nadel. Das ist unsere Reihe 3. Und unsere Reihe 3 geht wie folgt. Die äußere wird wieder verdoppelt, einmal rechts verschränkt, einmal rechts, die wird alleine gemacht und jetzt kommt in der Mitte die Verdopplung. Ihr macht euch erst ein Maschenmarkierchen rein und dann wie zum rechts verschränkt stricken,
wie zum Rechtsstricken. Und jetzt haben wir unsere zwei Mittelmaschen. Ihr nehmt jetzt wieder ein Markiererchen und so, das wird von Reihe zu Reihe wieder versetzt. Und jetzt einmal wie zum Rechtsstricken und einmal rechts und links. Also einmal wie zum rechts verschränkt stricken und einmal rechts stricken. Und dann kommt schon unsere Reihe 4. Unsere Reihe 4 geht wie folgt. Wir wenden die Arbeit. Wir beginnen jetzt mit einer Rückreihe. Für die Rückreihe empfehle ich auch ein Markiererchen reinzumachen. So, dann wisst ihr stets, das sind die Rückreihen. Jetzt tut ihr wie zum rechts verschränkt stricken und rechts stricken. Und dann nehmt ihr den Faden vor die Arbeit, strickt die zwei zusammen ab und macht einen Umschlag. Jetzt macht ihr den raus, macht einmal wie zum rechts verschränkt stricken. Das ist die Mittelzunahme. Macht das Markiererchen wieder schön rein. Macht eine rechte Masche und jetzt aus der nächsten Mittelmasche nehmt ihr nochmal eine wie zum rechts verschränkt stricken, macht ein Markiererchen rein. Jetzt habt ihr wieder eure zwei markiert für die Mitte und holt noch eine zum rechts stricken. Und jetzt erst macht ihr die Masche ab. Dann könnt ihr den wegmachen, weil wir haben ja schon unsere zwei Mittelmaschen. Und auf der Seite wird erst der Umschlag genommen und dann die anderen zwei zusammen gestrickt. Das ist unsere Rückreihe und die wird wieder verdoppelt. Einmal zum Rechtsstricken und einmal rechtsstricken. Und das war die Rückreihe. Jetzt kommt Reihe 5. Reihe 5 geht wie folgt. Ihr strickt einfach alle rechts ab. Die äußere wird wieder verdoppelt. Wie zum rechts verschränkt stricken. Und wie zum rechts stricken. Und alle anderen werden einfach rechts abgestrickt, egal ob es ein Umschlag ist oder eine zusammen abgemaschte Masche aus der Rückreihe. Jetzt kommen wir wieder zur Mitte. Ihr macht das Markiererchen raus, strickt eine rechts verschränkte Masche, macht das Markiererchen wieder rein. Holt noch eine Masche, jetzt wieder eine zum rechts verschränkt stricken, Markiererchen kommt wieder rein, noch einmal eine wie zum rechts stricken, den schmeißen wir einfach runter und die anderen Maschen bis auf die letzte werden einfach rechts gestrickt. Und die letzte wie rechts verschränkt und wieder wie rechts. Und das waren die ganzen zwei Reihen. Also die Reihe 4 und 5 werden jetzt ständig wiederholt. Ich mache es noch einmal mit euch. Das ist jetzt mal die Reihe 6. Das ist wieder eine Rückreihe.
Also könnt ihr euch merken, die geraden Reihen sind die Rückreihen. Zuerst einmal wie zum Rechtsstricken, verschränkt stricken, dann zum Rechtsstricken. Das sind unsere Außenzunahmen. Und jetzt Faden vor die Arbeit. Die zwei Maschen werden links zusammen abgestrickt und ein Umschlag. Und wieder links zusammen abgestrickt. Den Umschlag nicht vergessen und noch einmal die letzten beiden links zusammengestrickt und ein Umschlag. Jetzt schmeißt du die Markierer raus, holst dir eine Masche, wie zum Rechtsstricken, machst das Markiererchen wieder rein, holst noch eine Masche rechts aus der nächsten Mittelmasche. Einmal wie zum rechts verschränkt stricken, setzt das Markiererchen wieder ein und dann noch mal einmal wie zum rechts stricken, lässt das Markiererchen einfach ab, schwupps, und dann kannst du ganz normal erstmal einen Umschlag nehmen, dann wieder abstricken, zusammen. Eine linke Masche und wieder ein Umschlag und eine linke Masche und ein Umschlag und eine linke Masche. Jetzt kein Umschlag, weil wir haben ja mit einem Umschlag auf dieser Seite angefangen und dann wieder die äußere wird verdoppelt. Wenn du dir das nicht merken kannst, wann welche verdoppelt wird, empfehle ich dir ganz einfach zwei Farben zu nehmen und auf der Seite einen Markierer reinzumachen. Und das heißt dann für dich, auf der Seite beginne ich mit den Umschlägen. Und habe hier hinten keinen mehr. Nur noch die Verdopplung. Jetzt kommt Reihe 7. Reihe 7 geht wieder wie folgt. Es werden die äußeren Maschen verdoppelt. Muss mal ein bisschen gucken. Jetzt habe ich sie erwischt. Also einmal wie zum rechts stricken und einmal wie zum rechts verschränkt stricken. Die anderen werden einfach alle rechts abgestrickt. Egal, ob es eine zusammen abgemaschte Masche ist oder wie jetzt ein Umschlag. Das war die von der Rückreihe, die zusammen abgemaschte. Das war wieder der Umschlag. Wieder die zusammen abgemaschte. Alle werden einfach rechts abgestrickt auf dieser ungeraden Reihe. Das ist der Umschlag. Hier ist die Verdopplung. Die wird auch einfach rechts gestrickt. Jetzt schmeißt ihr das Markiererchen raus. Holt euch eine rechts verschränkte Masche. Das ist wieder unsere Zunahme in dieser Reihe. Macht das Markiererchen rein. Holt noch eine Masche für die Mitte. Und hier eine rechts verschränkte Masche. Und dann kommt das Markiererchen wieder rein. Und wir holen noch eine Zunahme für die Mitte aus der gleichen Masche. Und dann kommt der Maschenmarkierer wieder weg. Und jetzt werden alle einfach rechts abgestrickt. Egal, ob es eine Zunahme ist, eine doppelt abgemaschte aus der Rückreihe oder ein Umschlag wie jetzt. Je größer du die Umschläge machst, je größer werden die Löcher. Und hier die letzte
wieder einfach verdoppeln. Ihr seht, wie schnell diese paar Reihen jetzt gingen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich zeige dir das jetzt nochmal. Ich zeige dir das nochmal an meinem Tuch. Das ist mit einer 5,5er Nadel gestrickt. Da werden die Maschen natürlich viel größer. Und die Mitte ist dann dieses hier, weil wir hier eine rechts verschränkte Masche nehmen, wird die Mitte dann richtig schön und es sieht hier aus, wie als wenn die Äste vom Baum abgehen. Und weil der Wind immer so kam, habe ich mir gedacht, wir machen die linken Reihen einfach leichter. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Tuch. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir in den Kommentaren. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben sehr freuen. Und ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, immer diese Mittelmaschen zu markieren. Ich ziehe es euch nochmal richtig schön rüber, mache es euch nochmal groß. So, viel Spaß bei deinem Tuch.